Moin moin liebe Leute, willkommen zurück hier bei Manni und Günis Forst Imperium zusammen mit dem Manni. Moin! Und dem Brunsman. Hallo. Und ich glaube, die Baufirma ist auch wieder mit am Start. Ja, die ist auch da. Wie hießen die? Die H&Ks, ne? Genau. Ja. Hier hinten fallen einfach Bäume um. Wo? Ne, hier hinten. Ey, warte mal, da müssen wir mal ganz kurz hingehen. Aber! Was? Mal kurz, Dialekt aus hier oder Slang aus, nur ganz kurz zur Info mal, Freunde. Und zwar, es sind ja zwei neue im Projekt, die Bauunternehmer, die werden jetzt immer wieder hier in dem Projekt mal auftauchen, sind zwei super nette Kerle und alles. Und sie kommen natürlich aus Sachsen und Thüringen, hört man auch dezent, natürlich lassen sie das auch mit Absicht etwas raushängen. Aber, wird immer mal ein paar Witze geben, Ossi, Wessi und so weiter. Aber es ist natürlich ganz klar und das ist für uns auch klar, dass es kein Ossi, kein Osten und kein Westen mehr gibt, sondern dass es eine BRD ist und also ein Deutschland und dass das schon viele, viele Jahre her ist. Es ist einfach nur der Spaßfaktor und wir machen da halt mal ein Witzchen drüber. Wir wollen es aber auch nicht die halbe Folge dann da rumstreiten oder so, soll hier auch vorangehen. Bitte seht das einfach als Spaß, ne, und nicht als Beleidigung in irgendeine Fraktion. Ne? Also das ist einfach alles, was wir nochmal ganz kurz sagen wollen und jetzt ganz entspannt durch die Hose atmen und Folge genießen. Genau. Geht Günther. Ne, Moi, ist so, ne? Ja, gut. Manni! Lass mal kurz zum Brunsmann gehen. Aber Manni, Manni! Ich hab was entdeckt, das geht gar nicht. Was denn? Ich hab da eine kleine Frage an dich, ernst gemeint, du. Hör mal, so am Abend, so nach Feierabend natürlich, wenn wir hier alles abgelegt haben und so, würde ich ganz gerne bei dir den bisschen Ostdeutsch lernen. Renn doch nicht weg! Mann, doch ernst. Das hab ich jetzt einfach nicht gehört. Okay, pass auf! Ostdeutsch lernen. Ist erste Aufgabe. Viertel, Dreiviertel. Oh nee. Na doch, ist die erste Aufgabe. Nur wer das beherrscht, der kann den richtig Ossi werden. So, und jetzt kommen wir mit, wir müssen mal den Brunsmann hier kurz fragen, ob der einen feuchten Hut bisschen aufhält. Ey, Brunsmann! Brunsmann! Hallo! Komm mal raus, sag mal, bist du nicht dicht, Alter? Warum? Na warum, Alter? Du kannst doch hier nicht die Bäume quer über die Straße werfen. Ist wenn da einer kommt. Ja, abgesperrt hier vorne, der Einfahrt ist abgesperrt, der lag gerade komplett über die geteerte, asphaltierte Straße. Ja, das passt schon. Ja, wenn da einer kommt, Junge, der ist tot. Dann sieht der es. aber kommt mal mit. Du bist mal ganz schön gemeldet, Sportfreund. Und ich weiß auch nicht, was du hier am Holz rummandierst. Ja, wenn sie drauf machen, muss ich es machen. Was ist das ja? Die Stadt hier hat dann etwas Neues gebaut. Wenn denn da so, ey. Mach doch mal entspannt, Junge. Ganz gemütlich hier, oder, Günther? Ja. So, was ist los hier? Was, die Stadt hat was gebaut? Ja, das ist ein Zentralheizkraftwerk. Ach ja, ein Stromkasten, schön. Ja, ich gebe den Ding 48 Stunden, ist das erste Graffiti drauf. So, was? Was hier ein Zentral... Das, ach ja. Das hier ist das Zentralheizkraftwerk. Ja, und ihr werdet auch entlohnt, wenn ihr Hackschnitzel hier rein macht. Kraftwerk. Ja, Kraftwerk. Sieht doch so, also ist auch der Wahnsinn. Hier arbeiten bestimmt 35 Leute, oder? Mhm, genau. In dem Kraftwerk. Haben die das Gebäude drumherum vergessen, oder was ist da los? Nein. Mehr so, braucht es nicht. Ach, das war's? Ja. Das versorgt die ganze Schweiz. Oh, die Schweiz ist nicht so groß, gell? Vielleicht nicht die ganze Schweiz, aber ein Teil der Stadt. Okay. Und was brauchen die? Hackschnitzel. Hackschnitzel, alles klar. Können wir dich Hackstock zuerst zu Hackschnitzel verarbeiten, oder? Und du willst uns jetzt gefrühstückt. Und du willst uns jetzt sagen, du hast einen Auftrag für uns, für Hackschnitzel machen und das da reinkippen. Nee, ich glaube, das können wir dort einfach verkaufen. Ja, zum Beispiel der Häcksel, der da drüben steht, könnt ihr auch gebrauchen. Da hat Günni schon wieder richtig gut mitgedenkt. Gedenkt? Oder gedacht. Das ist ja toll. Der ist schön. Der hatten wir den schon mal. So, na gut. Komm, Günther, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fahren erstmal das Holz weg. Rambazamba jetzt. Und wir müssen ein bisschen Geld anhäufen. Ja, wir haben zwar gut Kohle, aber wir brauchen ganz viel Kohle, weil die Firma muss aufgebaut werden. Ja, hier steht noch nichts, Alter. So, und ja, ich hab gedacht, ich erzähl doch mal was zurück. Manche reden klingonisch miteinander, gell? Und manche, die rübsanisch halt. Warum sind die Spanker schon wieder ab hier? Was ist los? Ja, der andere kommt. So, wo müssen wir denn hin? Beim Holzverkauf, direkt Holzverkauf. Direkt. Oh. Nee, mach gar nicht. Jetzt hab ich immer schon aufgepasst, der Holz, das geht einfach runter hier. Ich will mich doch verarschen, oder?
Mutwein, komm halt vorbei! Fresse, halt die Fresse! Der ist 10 Meter gefahren! 10 Meter! Das ist der Umgekehr. Komm, fertig, jetzt steht deine Base, Mann! So, boah, die H&H-Gänge steht hinter mir, die hupen mich da weg, weil du auf dem Boden liegst! Ja, jetzt war doch die Zeit, ich bin doch schon wieder dabei, so! Nee, das hat noch nicht ganz geklappt! Schön, normal bin ich mit voller Reaktion einer von Günni gewohnt. Macht mal jemand anders, das ist auch schön. Ich eigentlich auch. Boah. So, warte. Muss es mal ganz kurz einklappen, ja. Schönen guten Tag, ja. Moin. Alter, war ich jetzt erschrocken. Moin. Da hoch. Weil das hier Profis am Werk, wa? Ja, ne, wir haben ja ein kleines Malheur gehabt, kleines Problemchen. Ach so. Alter. Sag nicht wir. Hier. Ach, und Ari. Ja, was ist denn los, ja? Achso, ihr müsst ja durch, oder was? Nee, wir wollten mal zu dir, Manni. Was ist denn los? Und zwar, wir haben uns ein Grundstück angeguckt. Ja. Ist soweit alles. Ein Firmengrundstück ist das aber. Ja, das euer Firmengrundstück, genau. Das haben wir uns angeguckt. Ja. Ja, wir hätten da noch so ein, zwei Sachen zu klären. Und zwar, wir haben uns eine Vorstellung gemacht, wir haben auch schon einen Plan, wie wir wo was hinbauen. Hä? Aber wir brauchen eine Baugenehmigung. Weil wir müssen ja auch vorweisen können, dass das, was wir da machen, auch mit dir abgesprochen ist, dass du das auch willst und so, ja. Ja. Da müssen wir uns mal nochmal zusammensetzen, dass du uns die Baugenehmigung gibst. Und zum anderen hat mein Kollege noch ein paar Beprobungen gemacht und da wird er dir gleich noch was zu erläutern. Ja, weißt du, Manni? Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, es tut mir sehr leid. Ja. Guten Tag, Günther. Guten Tag, Manni. Servus, Günther. Ja. Moin. Früher hieß es mal Manni und Günis Bauimperium. Forstimperium. Forstimperium. Ja. Wollte ich nur mal eben gesagt haben. Dann kamst du mit deiner illegalen Kacke immer. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, jetzt kommt doch mit her, es geht doch um die Forstfirma. So, jetzt erzähl mal hier, was sind Verbotenprobungen? Und zwar geht's darum, wir müssen ja auch prüfen, dadurch, dass wir die Holzstände bauen sollen. Ja. Wir müssen ja auch die Tragfähigkeit vom Boden alles prüfen. Haben wir ein paar Bodenproben nehmen lassen. Und das dauert aber noch ein wenig, bis wir da die Ergebnisse haben. Deswegen wäre es jetzt schon mal vom Vorteil, wenn wir da eine Baugenehmigung bekommen. Wie der Kollege schon sagt, dass das alles Hand und Fuß hat. Ja, ist klar, die Baugenehmigung können wir euch ja geben, ist ja kein Thema. Ich meine, die Firma muss ja ein bisschen vorangehen. Wir wollen jetzt hier auch mal was reißen, wisst ihr, wie naja, weißt du, und da könnten wir nämlich schon mal anfangen, weißt du, so mit dem grundlegenden Bausachen. Ja. Bloß, wenn jetzt eine Kontrolle kommt, ja, wir werden auch kontrolliert, da müssen wir ja auch was vorweisen können. Nee, das ist kein Thema. Pass auf, hüpfen wir rein, ja, und genau, ja. Und dann gibt's direkt hier die Baugenehmigung. Harry brauchst du noch. Ja. Harry Bau. So. Ja, gut, also. Da brauchen wir noch eine Unterschrift von dir hier. Na, wo denn da? Ja, hier unten, vor da, wo das Kreuz ist. So, ja, findest du die? So, ja, genau, komm her, ja. Danke. Setz mal deinen Harald hier drauf. Achso, das ging dich Harald, gell? Da, wo das Kreuz ist. Ja, bitteschön. Danke. Gut, alles klar, könnt ihr loslegen, gell? Ja, wir würden uns melden, wenn wir was haben, ja? Alles klar schon. Wenn ihr da oben alles aufgebaut habt, also. Vorbereitet habt und so weiter, dann sagt Bescheid, dann kommen wir gerne noch mal hoch und gucken mal. Aber wir müssen erst was Holz loswerden, Sägewerk wartet hier. Ja, mach mal, wir fangen dann auch an, ja? Gell, reingehauen und abgrüßt. Auch nicht vorbeifallen. So, genau, vorne weg, oder was? Prost, Schaffen! Ja, euch auch, haut rein! Ja, auch, tschüss! Günther, fährst du vorne weg, oder was? Kann ich machen, wenn du willst. Ja, aber gucken, wo war denn das Ding da? Ja, der war da. Markierung setzen. So, los geht's! Ja. Geht los hier, oder was? Ja, ich bin ein bisschen langsam, ne? Das ist das alles? Ja, 10 km/h, bergab. Das ist dein Ernst, oder? Ja. Ach du Scheiße, Alter, was hat denn der uns gegeben? Dann sollten wir die Scheiße wirklich schon zum Rausziehen nehmen aus dem Wald, ey. Und sollten dann... das sollten wir mit dem LKW transportieren, das macht doch keinen Sinn, ja. Das macht doch wirklich keinen Sinn, Manni. Jetzt fahr erstmal, dass Nimmern gut ist. Was machst du? Das Ding fährt 10 km/h und du schaffst nicht, um die Kurve zu kommen? Ich hänge fest. Ist das dein Ernst gerade? Ich hänge fest. Das ist doch dein Ernst, Günther, oder? Wie geht denn sowas? Das weiß ich auch noch nicht. Das sieht komisch aus, Günther. Hast du Allrad drin, hätte von Zerspann alles drin? Wir müssen ja rot sein, ne? Ja. Ja. Mann. Wisst ihr, was der Brotwert uns hier schon wieder von Schrott verkauft hat? Ey, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Bruno!
Ja. Du, wir hätten mal ein Anliegen. Ja. Wir haben da ein kleines Problem. Der LKW springt nicht mehr ein. Bin mal hier, aber jetzt mal, aus dem Funk geht dann, ja. Ja. Ich setze den mal hier an der Ecke da ab, oder? Wen? Oder soll ich runterfahren? Ja, das ist doch gleich vorne, oder? Ach, nein, da ist es ja. Ja, ich sehe schon von hier hinten. Das ist gleich vorne, Günther. Ja. Das ist halt doch hier, das ist nicht hier. Ach, scheiße. Junge. Vielleicht liegt er an den Ketten. Das kann schon sein. Eigentlich war der Maschine. Du musst ja fahren darf in die Abnutzung, gell? So, das ist wirklich gut für die Straße hier. Junge, mit den Ketten da drüber geschallert. Ja, das hast du halt, gell? Aber die Schweiz sind schon ein komisches Volk, oder? Da kannst du mir sagen, was du willst. Der Bundmann hier. Wenn die alle so drauf sind, na, herzlichen Glückwunsch. Mensch, Günther, mach Kuppel aus, Gang raus. Das Ding rollt doch schneller, wie du, wenn du hier Gas gibst, Alter. Das war wahr. Junge. Was vielleicht drin? Da. Ja, klar haben wir es geschafft. Ein Zurückfahrt vorne. Vorne weg, das kannst du gleich sagen. Ey, das Ding, soll ich was sagen? Das Ding kannst du hinstellen. Das kann er wieder hier, was weiß ich, wohin tun. Das Ding ist doch Rotze. Kannst du sagen, was das ist? Hä, wo geht denn das dann nur? Hier ist das hier der Weg sein? Hier ist ein Feldweg. Du Scheiße. Das ist auch nicht für die großen Geräte hier. Alter Schwede, ein Geschleiche. Oh. Ich hau mich weg. Der Günther, erzähl mal ein Schwank aus der Jugend. Schwank aus der Jugend? Na klar. Das darf ich, glaube ich, gar nicht erzählen, das kann ich ja nicht jugendfrei. Wusstest du, dass es, dass bald die Wahlen wieder anstehen? Was? Die Wahlen? Die Wahlen. Was wirst du wählen? Was ich will? Also ich will nicht die CDU. Ich bin am überlegen, die Piratenpartei zu wählen. Ha, das... Ich glaube, ich mache übelst Sinn, genau. Also ich werde mich wählen, ich habe eine eigene Partei gemacht. Oh, echt? Ja. Welche? Na, die, warte mal kurz. Da, angekommen. Da. So, warte, Günther. Ah, Mann, es gibt doch gar nicht. Was ist denn jetzt hier los? Was ist los? Hä? Hast du jetzt alles verkauft? Ja. Wie viel Geld haben wir jetzt gekriegt, Günther? 54.000. Jetzt warte mal. Wie viel haben wir gekriegt? 54.000. Ist dein Ernst, oder? Doch. 54.000 nur? Ja. Kann ich sehen, oder? 54.000 nur? Für die ganzen Stämmchen? Ja. Na gut, gell, 54.000, das ist eine Menge Holz. Es war eine Menge Holz, aber es ist eine Menge. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ich weiß. Eine Menge Kohle, sag ich mal. So. Wann machen wir mal Urlaub? Ja, gar nicht. Wir sind ja gerade angekommen, wir müssen uns das aufbauen, Günther. Hey, Telefon, warte mal. Ja. Ja, hallo? Was? Was ist los? Essen ist fertig. 15 Minuten bin ich oben. Das ist zu spät, aber alles weg. Das ist alles weg. Ja. Ja. Ich bei mich. Du müsst jetzt auch nicht auf mich. 2 Minuten hast du. Was? 2 Minuten hast du. Nee, 2 Minuten. Du fang ruhig schon mal an, ist kein Problem. Ich komm dann gleich. Ja, wie gesagt, du bist nichts mehr da. Ja, alles klar. Liebe dich. Der Dicke braucht nicht zu essen, ne? Tschüss. Ruf die mal WhatsApp an. Was hast du hier, ey? Warum machst du denn sowas? Weiß ich nicht. Was gibt's denn schönes, Alter? Irgendwas mit Schweinenacken. Bin immer vor ein Schweinenacken hauen, Junge. So, jetzt müssen wir auch noch zum Brunsmann.
Günther, wir brauchen hier Geräte. Das siehst du nicht. Ja. Das ist alles eine Scheibe, so nicht ganzes. Fahr den Johnny, den kannst du gleich mal wieder wegfahren hier. Wo ist denn der? Ja, hier. Ey, Brutmann! Ja? Wo bist denn du? Hier? Ja. Pass auf, wir brauchen mal hier, wir brauchen hier mal ein paar andere Geräte, brauchen wir mal hier. Auch die, ja, gut. Ja, pass auf, und zwar. Warte mal, lass mich mal überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall mal. Da mal, in anderen Radlader gibt's nicht außer die Gurke, die wir da haben, oder was? Was, diesen New Holland, diesen schönen? Der ist ja schön, oder was? Ja, ich finde schon, aber ich kann mich mal umschauen, ob noch was anderes rumfliegt. Ja, wenn nicht, nehmen wir aus, den New Holland nehmen. Wir brauchen einen Radlader, das muss jetzt mal ein bisschen Rambazamba gehen, ja. Also wollt ihr den? Wir wollen jetzt Radlader, genau, ein Radlader. Was für Reifen wollt ihr drauf? Trelleborg, Nokian, Michelin? Warte. Ne, Nokian. Nokian Reifen drauf, auf das Ding. Sollen schon weiter umfahren, da soll es überladen, B- und entladen sein. Ja, was wollt ihr noch? So, ne, was brauchen wir hier für den Radler? Brauchen wir hier eine Schaufel hier, Beutergabel. Eine Beutergabel brauchen wir da. Wisst ihr wie? Ja. Ah. Darf es noch was sein? Jetzt war es mal. Ja gut, ist auch schon. Sonst melden sie sich. Ey, Brutsmann! Ja, pass auf, und wir müssen die Dings hier müssen wir verkaufen. Warte mal. Den brauchen wir nicht mehr hier. Der kommt gleich, der Johnny hier, der Johnny hier. Wo ist der Radlader jetzt? Hier. Hier. Und geliefert. Okay. Der Johnny hier, der Dings hier, der Rückeldings hier. Wisst ihr? Aha, der ist gar nicht durch, der ist sowieso mir. Ja, den kannst du weggewinnen, ja. Das Ding ist scheiße. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, mach ich. So, und ey, sag mal, hast du mal so einen richtigen... Na gut, müssen wir mal sehen. Müssen wir mal sehen, wie es wird. Da. Was ist denn, wo bleibt denn der Günther mit dem Ding, Alter? Du weißt, wie langsam das Ding ist? Ihr wisst nicht. Moin, Männers! Moin! Ne? Alles gut? Oh, Entschuldigung. Alles gut bei euch? Ne, klar. Ja, läuft. Wir haben gerade noch mal die letzten Vermessungen gemacht für die Bodenplatte. Ja. Wir wollten hier auch ein Farmhaus haben. Ja. Und das muss ja alles Hand und Fuß haben. Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt noch mal alles ausgemessen. Aber du müsstest deine Unterschrift da unten noch mal richtig setzen. Die ist ein bisschen blass gedruckt. Oh, dann gehen wir her hier. Ja. So, hier, bitteschön. Ja. So, Jungs, ich bin hier wegen was anderem. Ach so. Ich habe ja ein kleines bisschen Land. Wenn sie ihre Karte mal rausfriemeln, da steht Hof 1 auf der Karte drauf. Warte, ja. Moment, die habe ich im Auto. Ja. Die muss ich ja so hin. Ey, Günther! Ja, Mann, warte denn? Wo bist du denn? Hier bei den H&H-Leuten. Ja, wieso kommst du nicht zurück, Junge? Ich komm sofort. Ich will Feierabend machen. Ach so, ja, schön Feierabend. Ja. Was machst du hier schon wieder? Ich quatsche hier was ab. Ich quatsche auch gleich mal was ab, Junge. Wir haben gerade mal ein bisschen über die Gegend gequatscht. Ah, ja. Ich hoffe nur über die Gegend. Gut. Na gut. Ja. Alles klar. In diesem Sinne, habt die Rinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst es Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.